In diesem Video erfährst du alles, einfach alles, was wir aktuell über die neue Monsterverse-Serie wissen. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und damit herzlich willkommen im Unknown Kaijuverse, herzlich willkommen zu diesem neuen Godzilla-Video, herzlich willkommen zu einem News-Video, das aber nicht so gekennzeichnet wurde, weil es eigentlich keine News sind, beziehungsweise ich habe darüber schon mal ein bisschen gesprochen, das waren eigentlich die News, die habe ich dir hier oben mal verlinkt. Jetzt gehen wir hier ein bisschen mehr ins Eingemachte, denn es sind Details zur kommenden Monsterverse-Serie bekannt geworden und über die möchte ich mal hier mit dir sprechen. Vor wenigen Tagen haben Legendary auf ihrer Instagram-Homepage dieses Bild hier gepostet und damit quasi einen neuen Hype losgetreten. Ein Monarch-Logo und darunter die offizielle Ankündigung, eine neue Serie, die sich im Monsterverse ansiedelt, wird kommen. Und ursprünglich war der Titel hier einfach ganz plump Monarch. Also die Serie sollte eben so heißen. Jetzt gibt es allerdings wieder so ein paar Änderungen in der ganzen Geschichte, denn der Arbeitstitel hat sich verändert. Und zwar steht jetzt hier nicht mehr im Arbeitstitel Monarch, sondern eben der Begriff Hourglass. Das ist zumindest der Arbeitstitel. Wir wissen ja, Arbeitstitel weichen oft sehr vom eigentlichen Titel ab. Allerdings ist es sehr interessant, was kann Hourglass wirklich bedeuten. Fantheorien gehen hier so weit und gehen davon aus, dass es sich um irgendein Artefakt handelt mit dem Namen Hourglass, um das es sich eben hier drehen soll in der ganzen Geschichte. Denn zur Handlung ist bis jetzt so viel bekannt. Wir wissen, dass sich die ganze Geschichte um eine Familie drehen wird, die irgendwie in Beziehung mit Monarch steht. Das Ganze ist angesiedelt nach Godzilla 2014, spielt also irgendwann zwischen Godzilla 2014 und Godzilla King of the Monsters. Und hier geht es eben primär darum, wie sich die Welt verändert, wie Regierungen reagieren, wie die ganze Welt darauf reagiert, dass es auf einmal Kaijus gibt, gewaltige Monster. Und das ist jetzt so der Grundplot, den wir bis jetzt bekannt gegeben bekommen haben. Das heißt, das Ganze wird sich mehr um die menschliche Seite drehen. Ich vermute zumindest, dass Godzilla und Co. hier lediglich kleine Cameo-Auftritte haben werden. Godzilla wird auftauchen, das wurde bisher auch bestätigt. Und noch andere Kaijus, hier haben dann Fans die Namen Biollante oder auch Destroyer gedroppt. Da bin ich der Meinung, das wird auf gar keinen Fall passieren, weil die Kreaturen sind zu groß für das Universum von Godzilla. Die werden in einem eigenen Film behandelt, früher oder später. Oder wenn sie behandelt werden, werden sie in einem eigenen Film behandelt. Die werden in der Serie mit Sicherheit nicht auftauchen. Denn ihr müsst euch auch überlegen, die Serie spielt vor Godzilla vs. Kong. Was soll mit Biollante oder auch gerade Destroyer passiert sein? Warum wird er hier nicht mehr erwähnt? Die werden nicht auftauchen, bin ich mir relativ sicher. Godzilla wird definitiv einen Auftritt haben. Wie groß der sein wird, weiß man eben nicht. Ich gehe davon aus, es wird ein Cameo-Auftritt werden. Und wir werden uns hier mehr um die menschliche Seite kümmern. Was auch nicht verkehrt ist, weil ich finde es sehr interessant, mal herauszufinden, wie Regierungen zum Beispiel reagieren, die herausfinden, ey, es gibt riesige Kaijus und wir haben keine Chance, die zu bekämpfen. Könnte es hier einen Seitenhieb zu Pacific Rim geben? Wahrscheinlich eher nicht. Wäre aber ganz cool. Auf jeden Fall wissen wir bisher nicht allzu viel von der Story, außer eben diese paar kleinen Plotleaks. Aktuell sind ungefähr 5 Monate Dreharbeit geplant, um ja, so circa 10 Folgen für die erste Staffel zu produzieren. Es wird hier von der ersten Staffel geredet, dass eine zweite Staffel schon bestätigt wurde, davon weiß ich bis jetzt nichts. Auf jeden Fall wird uns die erste Staffel mit 10 Episoden erfreuen, die schätzungsweise um die 45 Minuten lang gehen werden. Und das ist schon ordentlich. Ich meine, damit könnte man schon eine gute erste Staffel generieren und eine schöne Geschichte erzählen. Ebenso ist bekannt, dass die Hauptfiguren keine bekannten Figuren sein werden. Das heißt, hier wird es sich nicht um die Familie von Millie Bobby Brown handeln, was ja auch in vielen Theorien genannt wurde. Das wird nicht der Fall sein. Wir werden hier eine neue Familie eingeführt bekommen, die wir bisher nicht kannten. Das Budget der aktuellen Serie liegt im 2-stelligen Millionenbereich pro Episode. Ist aber nicht verwunderlich, weil Apple Plus, auch wenn man es wirklich kritisieren mag, hat durch die Bank weg nahezu nur hochwertige Serien aufgebaut. Und deswegen gehe ich davon aus oder bin davon fest überzeugt, dass auch diese Godzilla-Serie sehr hochwertig sein wird und deswegen perfekt ins Monsterverse reinpassen wird. Die Handlung wird sich diesmal nicht nur auf die USA beziehen, sondern auch zum Teil nach Tokio verlagert werden. Worum es sich dann da genau handelt, kann man jetzt nur erahnen. Sehr wahrscheinlich, weil Monarch hier und da überall ihre Intrigen im Spiel haben werden. Auf jeden Fall ist Tokio als Schauplatz bereits bestätigt worden. Jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Part, denn Ken Watanabe ist bereits kontaktiert worden und wurde angesprochen auf seine Rolle, die er eben auch in den anderen Godzilla-Filmen gespielt hat. Hat hier allerdings noch kein Statement dazu abgegeben
Und sollte er die Rolle ablehnen, aus welchen Gründen auch immer, wenn dann sehr wahrscheinlich aus zeitlichen Gründen, wird diese Rolle auf jeden Fall neu besetzt, denn seine Figur wird in der Serie eine Rolle spielen. Die Serie soll sowohl Monarchs Inneres beleuchten, das bedeutet, hier haben wir auch im inneren Kreis der Organisation sowohl gute Leute als eben auch böse Leute. Hier wird es sogar im inneren Kreis zu Konflikten kommen und außerdem werden die Zukunftspläne der Organisation behandelt. Und was ich sehr interessant finde, auch die Vergangenheit der Organisation. Könnte man hier eventuell den Krieg der Kaijus mit einbauen oder wäre das vielleicht schon zu lange her? Keine Ahnung. Wir werden aber eventuell sogar den Ursprung der Organisation miterleben. Könnte man hier einen Verweis darauf bekommen, dass die Serie auch zum Teil mitten der Hollow Earth angesiedelt werden wird? Hat Monarch vielleicht auch die Griffel in der Hollow Earth mit drin? Könnten wir hier bestimmte Plots, bestimmte Zukunftspläne aufdecken, die dann auch später für die nächsten Filme eine Rolle spielen? Ich denke ja, ich glaube wirklich, dass die Serie nicht ohne Grund jetzt erscheint, dass diese Serie eventuell einen weiteren Kong- oder Godzilla-Film oder vielleicht auch einen Godzilla-End-Kong-Film aufbauen wird. Abseits der Infos zu der Serie ist vielleicht auch ganz interessant zu erwähnen, dass Toho für einen bestimmten Zeitraum auf ihrer Homepage eine Uhr gepostet hatten, also da war eine Uhr abgebildet und die Uhr hat die Zahl 24 gezeigt, weshalb man davon ausgeht, dass eventuell die Serie oder vielleicht auch ein Film im Jahr 2024 starten sollen. Ist nur eine Theorie, könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was kann die Zahl 24 bedeuten. So, das ist zumindest alles, was wir grob bis jetzt wissen. Sobald wir neue Details zur Serie erfahren, erfahrt ihr das auf jeden Fall hier auf diesem Kanal. Ich werde versuchen, so aktuell es geht zu bleiben, um euch wirklich schnellstmöglich die neuesten News mitzuteilen. Deswegen abonniert den Kanal, vergesst nicht die Glocke anzumachen, dann verpasst ihr auch gar nichts mehr. Wie sind eure Gedanken zur Serie? Denkt ihr, das wird auf jeden Fall was Cooles werden? Oder meint ihr, boah, weiß nicht, brauche ich nicht unbedingt, hätte es lieber auf der großen Leinwand gesehen? Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin echt gespannt. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was für abgedrehte Ideen Toho ursprünglich für Shin Godzilla hatte, klickt das Video hier unten an. Wenn euch interessiert, was ich vom allerersten Godzilla-Film halte, klickt das Video da oben an. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.